tötet ich sehe hier keinen. Leute, was geschieht hier? Die Welt geht unter. Ich war's nicht, Gary. Die kleine Teufel, die grünen Zahlen sind, war ich nicht. Alter. Damn. Oh, scheiße, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich weiß nicht, warum ich Schaden abbekommen habe, aber, Du brennst. Ja, ist alles gut. Ich bin eine leuchtende Fackel. So, MC Hammer, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Und er kommt. Er kommt. Ich muss hoch. Ich will nicht sterben. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ike. Hallo! So Leute, also, ihr wart damit einverstanden, ne? Okay, Gary, hast du hier einen Zaun hingebaut? Nein. Okay, keine Ahnung, was das ist, kann zerstört werden. Ihr wart damit einverstanden, dass wir da so eine Art Tempel bauen. Aber, ich möchte noch was Neues sagen. Wir bauen diese Fläche da oben aus und die nächste Fläche, die oben kommt, das wird nur eine ganz kleine sein, damit wir halt da oben rauf können. Siehst du das auch gerade, mein Charakter? Ja, ich sehe das. Wie du stehst halt wackelt? Wie Wonder. Nee, nicht so wirklich, aber du stehst halt wie One Punch Man da. Bootylicious so. Warum kann ich nicht mehr nach vorne jumpen? Okay, ist scheißegal. Haha. Pass auf, ich habe schon mal vorgesorgt. Habe ich jetzt die Treppen jetzt mit dabei? Habe ich sie jetzt mit dabei? Weil ich will hier halt einiges bauen. Wo sind die Treppen? Oh oh. Hier, schmeiß sie dir runter. Danke schön. Hier. Gib her, ich fange. Oh, okay, ich hab's. Zu ja, schlecht. Nee, hast du nicht gesehen. Ich hab's genau gefangen. Leute, ihr habt's gesehen, ne? Ich hab's genau gefangen. Ja, ja. Passt auf. Also, hier kommt jetzt eine Rampe hin. Hier kommt gleich wieder Foundations hin, weil das sieht halt ansonsten einen kleinen Ticken schäbig aus. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gar nicht mehr moven. Aber es geht noch. Pass auf, Gary. Ich hab mir das jetzt so vorgestellt, dass wir jetzt von hier aus hochgehen, ne? Weil hier sind wir genau an der Seite. Pass auf. Und jemand hatte gesagt. Ich glaube, zwei Stück oder so waren das. Hier am besten eine Rundung machen, Gary. Mhm. Das sieht ein Ticken hübscher aus. Okay, pass auf. Jetzt müsste ich aber da oben ran. Ich komme gar nicht oben ran. Deswegen mache ich das jetzt gleich anders. Pass auf. Ich will jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Aber so wie es scheint, funktioniert es natürlich nicht. Wie immer. Oh, come on. Das ist scheiße, ist das jetzt. Guck mal, ich kann es unten ranfügen, aber nicht oben. Wir haben ein neues Problem. Ich kann die ja jetzt so hinsetzen, ne? Sieht ja alles ganz gut aus, ne? So, passt mal auf. Wenn ich jetzt das jetzt machen möchte, it doesn't work. Also muss ich jetzt versuchen von hier. Oh Gott, ich sehe schon, es passt nicht. Das ist scheiße, wenn man von anderen Mods was benutzt und die haben sich irgendwie was kürzen lassen oder fragt mich nicht, was die gemacht haben. Mal guckt euch das an, wie scheiße das aussieht. Warte. Ja, das, nee. Leute, die Gary sagt, es geht doch. Das sieht blank scheiße aus. Pass auf, ist jetzt scheißegal. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, weil ihr seht da, es geht halt nicht. So, ich habe mir jetzt gedacht, dass man hier eventuell jetzt vor den Treppen, okay, habe ich jetzt nicht mitgenommen, egal. Hier, habe ich doch mitgenommen. So, pass auf. Hier hätte ich jetzt diese Dinger hier platziert. Problem ist diese Rundung. Was wir dahin machen können, weiß ich jetzt auch nicht, aber man könnte es ja so ungefähr. Gibt's das nicht in Rund? Ich habe keine Ahnung, Gary. Ich glaube nicht, ne? So, das sieht ja eigentlich ganz nice aus, ne? So. Und hier außen, ne? Pass auf, da habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass wir. Natürlich habe ich es nicht mit. Einen Augenblick bitte. So, jetzt habe ich es bei mir. Also, ich dachte mir, hier eventuell machen wir auch wieder diese Büsche herum. Ja, hinter mir steht ein Rock Drake. Hat die Gary dahin platziert, weil sie findet es sehr, sehr schön. Ja. Very beautiful. Weil es hat was, ne? So vom Aussehen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das jetzt gleich am Ende aussehen wird, weil fertig wird das eh nicht. Und ich kann euch auch gleich sagen, warum. Denn hier ist ja alles gut, ne? So, das wird jetzt so von der einen Seite aussehen. Sieht eigentlich ganz schnieke aus, muss man wirklich sagen. Und hier, ich hoffe, ich habe jetzt die Dächer mit. Ja, habe ich mit. Okay, ich habe schon an ein bisschen gedacht, ne? Hier dachte ich mir jetzt, wir machen die drei hoch und nicht nur zwei. Hoch, Kollege, hoch. Nein, natürlich mein. Oh Gott, ich krieg die Krise. Warum kann man hier jetzt keine hinbauen? Ja, frag mich nicht, Gary. Ich bin hier gerade selbst am Verzweifeln, so deswegen. So. Genau so wollen wir es hinhaben. Heieiei. Ich liebe das Bauen in Ark, ne? Also ich weiß nicht, manches hätten sie ruhig hier verbessern können. Wie zum Beispiel in Pix Ark.
Da ist ja eigentlich mehrere Sachen. Guck, ich muss jetzt immer einzeln alles ausrüsten. Jedes Mal, jedes einzelne Ding. Ich muss immer weiter ausrüsten. Und das stört natürlich ein bisschen. Und in Pixark haben sie es natürlich so verbessert, dass ich die ganze Zeit drücken kann. So, pass auf. Ich habe mir jetzt gedacht, hier, damit es halt nach was Chinesischem aussieht. Passt auf. Oh Gott. Es funktioniert nicht. Och nö, ne? Guck mal, Leute, pass auf. Ich kann das jetzt da ransetzen, ne? Das ist ein Setpoint. Warum kann ich es jetzt nicht auch da weiter runtersetzen? Warum kann ich es nur oben drauf? Das ist die Logik von Ark. Ja, die Logik entsteht nicht. Die Logik gibt's hier nicht im Spiel. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Passt auf. Ich habe hier jetzt ein Setting hinplatziert. Weil, dann kann ich ein Dach bauen. Aber hält es, wenn ich jetzt hier einen Pillar hinsetze und dann mache ich dieses Ding da wieder weg? Geht es kaputt? Mal sehen, eigentlich hält es ja. Es ist fest platziert, aber hundertprozentig, es ist weg. Hm. Nee, okay, okay. Funktioniert? Es funktioniert. Weil ich dachte mir, wenn ich da jetzt einen platziere, wehe, es funktioniert nicht, ne? Wehe. Dann machst du alles gut. Okay, es funktioniert, Gary. Es funktioniert. Gut. Zack, ihr wisst ja, ich bin ja nicht der Beste im Bauen. Ich versuche halt mein Bestes. Pass auf, so dachte ich mir es jetzt. Oh, natürlich funktioniert es nicht, Gary. Okay, dauert kurz, Leute, dauert kurz. So, ich bin jetzt eine Ticke weitergekommen. Pass auf. Eine kleine Stücke. Eine ganze kleine Stücke. Die Wände, die Dächer kann ich jetzt alle platzieren. Wie gesagt, von innen drin wird das nicht schön aussehen, aber man kann ja alles noch ausbessern. Keine Ahnung, vielleicht werde ich auch mal so Livestream starten, indem wir halt auch ein bisschen bauen, ne? Und vielleicht könnt ihr mir ja eure Idee mal sagen dann. Vielleicht fällt mir da was ein. Also, das ist jetzt das Erste. Aber ich sehe schon, es sieht nicht nach Chinesischem aus. Es sieht nach einfach, I don't know aus. Oh, warte mal. Ich kann es weiter runter platzieren? Das geht? Aber es sieht nicht nach China aus. Leute, da fehlt etwas. Ach, scheiße. Okay, ich sag mal jetzt von hier oben, wenn ich das noch einen Tick mal da runter mache, aber man hat dann ja gar keine Sicht mehr. Warte mal, ich muss da ganz kurz mal rauf. Hat man dann eine Sicht, wenn ich jetzt da runter gehe? Ja, da, man hat eine ganz kleine Sicht. Ja doch, man könnte es doch so lassen. Ja, es geht. Soll ich das zwei so machen oder ein nur? Mach. Sollen die Leute mal gucken. Haut mal in den Kommentaren. Jemand dachte, meinte jetzt, also sogar einige haben es geschrieben, oben rechts gibt es so eine Information zum Voten sozusagen. Aber ich gucke, ob ich das einführe. Also entweder ein oder zwei, keine Ahnung. Wie sieht's schön aus oder wie kann man das besser machen? Haut eure ganzen Tipps, haut mal alles raus. Weil hier könnten wir jetzt auch noch Dächer hinpflanzen, denke ich jetzt mal. Aber so Arklogik wird eh nicht funktionieren. Okay, Gary, ich habe keinen Bock mehr zu bauen. Ich habe keinen Bock mehr. So, Stürmer, du kriegst jetzt meine ganzen Sachen. Ich rüste mich mal wieder aus. So, Leute, ich bin fertig. Pass mal auf. Hier, das hat die Gary erschaffen. Es geht nicht besser, meinte sie. Hier ist jetzt so eine komische, hässliche Lücke. So eine richtige, hässliche Lücke, was in diese anderen hässlichen Ecken gab. Stimmt, oh, Mann. Von der Breite her ist es genauso breit. Ja, deswegen. Es ist genau gleich so. Keine Ahnung. Aber ich finde, das hier eventuell kann man so lassen. Das werden wir halt zumachen. Und gucken, ob wir halt ein oder zwei machen wollen. Halt mal gucken. So, Gary, steigst du auf Yang drauf? Ja, klar. Und ich steige auf Ying drauf. Ich mache auf jeden Fall seine Energie hoch, Gary, weil ich weiß, er wird sterben. Er wird sterben. So, er hat jetzt 100.000. Okay, wir machen mal einen Tick höher, weil Angriff oder sowas braucht er jetzt gar nicht. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Oh, Gary, wunderschöne Pferde haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Ach, hier sind die neuen Viecher. Welche neun? Diese Para-Dinger, Viecher. Welche neun denn? Welche neun? Ich weiß nicht, was du meinst, Gary. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe hier keinen. Ich sehe hier keinen. Leute, was geschieht hier? Die Welt geht unter. Ich war's nicht, Gary. Die grünen Zahlen sind, war ich nicht. Nein, nein, alles ist in Ordnung. Oh, Käfer, lebst du denn noch? Fliege, Fliege, sollen wir dich retten? Ach, du bist tot, oder? Oh, das war die Gary. Wo? Das kackt Regenbogen. Wo? Folge den Explosionen. Ich folge der Explosion. Hey, du weißt, die Explosionen folgen dir, ne? Ja, da. Warte, wie viel Level hatte das? Mal sehen. Komm, Einhorn. Ein Regenbogen kackt ein Einhorn. Ein Regenbogen. 1456. Okay, pass auf. Ich hab einen Plan. Pass mal kurz auf Yang auf. Jo. Passiv oder
Negativ. Weiß ich nicht. Nicht erschrecken, Kleines. Mich wirst du nicht mehr los. Okay, Gary, gib mir Bären. Ich brauch Bären. Instant Kibbel, Instant Kibbel, Instant Kibbel. Glaubst du, das funktioniert? Ja. Ich glaube, der gehört nicht zur Fleischfamilie. Wo ist mein Instant Kibbel? Hier, ich hab nur noch zwei. Mein Spiel ist stehen geblieben. Okay, alles ist gut. Okay, drop mal. Warte, ich komm zu dir. So, ich lass mich ein bisschen los. Da, es liegt auf dem Boden. Auf dem Boden? Hier. Hat Gary, soll ich jetzt Dreck essen oder was? Wo liegt das? Hier, direkt vor mir, hier. Ja, kannst du mal... Ach, hier, es fliegt hier. Hä? Bei mir ist es direkt hier. Ja, tu mal in dein Pferd rein, los. Schnell, bevor das wegfliegt. Ich will's haben. Take it. Ja, hast du den Young reingetan? So, Youngy. Komm her, Kleines. So, du entkommst mir nicht, Kleines. Es geht. Und ich weiß schon, wie wir es nennen sollen. Das wollte die Niki haben, ganz gerne. Das regenbogenfarbenkackende Einhorn. Das regenbogenkackende... Niki, du bist jetzt Mann. Wer Niki nicht kennt, ist Mod im Livestream so halt. Ich glaube, das Nikilein kennt ihr natürlich, ne? Hallo, du wunderschön. Oh, das mit den lila passt auch. So, Niki, du bist zur May geworden, ja? Also, ich weiß nicht, ob wir es umpflanzen können. Umpflanzen? Ja, du weißt schon, so umorientieren halt. Bye-bye. So, bye-bye. Juhu, ich kack Regenbogen. Alter, schaut, kann ich es trinken? Nee, kann es irgendwas Spezielles? Weiß ich nicht. Oh, wir können betäuben damit. Okay, kann nice. Ich mit dem hier auch. Also es beißt ganz normal, restig auch. Hier, C. Was kommt da jetzt runter? Okay. Ach, Ferdi. Das ist nur Zierde. Niki, ich dachte, du ich kannst mehr. Ich bin viel besser, guck mich an. Warte, vielleicht C drücken, warte, C und vielleicht schneller gehen. Okay, ja. Ich dachte schon, dass... Warte mal, vielleicht bringt dieser Regenbogen ein bisschen Schaden mit sich. Komm. Können Sie hier von Tron. So, weißt du, wenn sie da durchgehen, kriegen sie Schaden ab. Aber leider ist es nicht so. Okay, wollen wir... Oh Gott, guck den Zerr an. Wo kommt der denn her? Oh Gott. Warum war gerade alles um mich herum rot? Der gibt gut Schaden, ne? Ja, Young. Kannst du mal... Oh mein Gott. Young, mitkommen, bitte. Oh Gott, er ist wieder zu Krüppel. Seine Flügel schlagen schon wieder anders. Geil. Der Trike hat mich gleich half-life. Ja, flieg weg. Was ist denn das überhaupt für ein Trike? Primal. Okay, lass mal ganz kurz in Ruhe. Hey, Gary, es kann springen. Oh, ist das süß. Gary, ich bringe es ganz kurz nach Haus, ja? Jo. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn es jetzt sterben würde. Aber ich hab ihn getötet. Du hast getötet? Ich hab ihn getötet. Okay, Teleport. Da bitte runter. Young, wir müssen aber raus hier. Kleiner. So, bist du? Jupp, Niki ist gut nach Hause gekommen. Siehst du das? Niki! Siehst du das wieder? Nee. Nee, siehst du nicht? Bei mir schlägt er normal. Nee, bei mir, Leute, ist das normal? Nee, ne? Die Flügel, die sind ein bisschen ticken ungleichmäßig, ne? Hätten ein bisschen getrunken. Ja, Zera hat dir sehr zu schaffen gemacht. Gary, wo müssen wir jetzt hin? Zu der Biberplage erstmal. Okay, Biberplage erstmal. Okay. So, Freunde, irgendwo hier befindet sich ein Apex-Dodorex. Aber frag mich jetzt nicht wo. Ja, er ist doch schon da. Das ist er? Der ist schwarz. Ja, vorhin war... Nee, das ist ein Nee, ist ein Dodorex, oder? Nee, jetzt ist er rot. Der ist schwarz-rot. Ja, ich wollte gerade sagen, schwarz. Nee, Leute, ihr habt's gesehen. Ihr habt gerade gesehen, was das war. Das war kein Dodorex, das sah aus in Ähnlichkeit vom Giga. Hey, Carrie, ich schieße ihn vom Pferd aus. Nee, man kann vom Pferd aus schießen? Ja. No way. Hallo. Leute, man kann echt von... Warte mal, aber einmal will ich ausprobieren. Ist es wirklich ein Apex? Digga, bist du ein Apex? Level 1680, oh, what the fuck? Nee, alles in Ordnung. Ich stehe noch vor ihm. Guck mal, oh Gott, warte mal. Okay, ist in Ordnung. Oh Gott, ist in Ordnung. Ich hau schon ab. Holy shit, hast du das gerade gesehen? Der hat mich anvisiert. Mein Pferd ist mit 2 Treffern tot. Oh, guck mal, der kleine Süße guckt mich an. Ich lass schön mein Pferd hier in den oben, Hinterkopf, ja? Kopf schießen. Pferd, du bleibst hier drauf, ja? Oder soll ich es mit Yin versuchen? Also ich sitze auch noch auf meiner. Ich habe Angst um Yin. Warte mal, ich schieße jetzt mal ganz kurz auf ihn drauf, weil wir müssen ja checken, wie viel Topo das jetzt macht. Ich habe jetzt diese 9er ausgerüstet. So, davon haben wir ja eh genug. So, komm her, Kleiner. Er hat gar nichts. Hä? Nee, warte mal, da ist ein Fehler. Darf ich ganz kurz mit dem Speer drauf? Okay. Leute, ich gehe jetzt ganz kurz mit dem Speer drauf. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt zu bedeuten hat, aber ich gehe runter. Ich nehme meine Prompt-Sperre. Gerne, ich geh runter. Oh mein Gott, Alter. Damn!
Oh, scheiße, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich weiß nicht, warum ich Schaden abbekommen habe, aber, Du brennst! Ja, ist alles gut. Ich bin eine leuchtende Fackel. Keine Sorge, keine Sorge. Oh, schießt voll. Alles hier. Ist in Ordnung. Alles ist noch im grünen Bereich. Ich kann hier oben keinen Trank trinken. Das ist nicht gut. Da hinter dir ist ein Dodo-Wifer, Level 2000 noch. Was hast du denn gesehen? Was ist das? Level 2000? Normaler? 2016, wir haben 2018, Kollege. Zwei Level fehlen nur. Hey, what the hell? Gary, wie zählen wir den jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ey, warte mal. Oder brauchen wir Apex-Munition? Warte, guck mal jetzt ganz kurz auf seine Tourpa-Anzeige. Hat sich da was getan? Es tut sich nichts. Er hat einen Fehler. Nee. Kann das sein, dass Primal 4 es jetzt doch geändert hat? Nee, warte mal. Nein, du kommst jetzt gar nicht an ihn ran, deswegen. Ich komme an ihn ran, pass auf. Ich komme an ihn ran. Scheiße, er trifft sich selber mit dem eigenen Feuer, ey. Nicht sein Ernst, ist das so dumm? Kollege, bitte nicht. Warte mal, wenn ich hinten an seinen Arsch rankomme, dann habe ich eine Chance, keine Treffer abzukriegen. Warte mal. Ja, ich bin unter ihm. Warte. Nein. Ich sterbe. Nein. Nee, alles wieder gut. Problem ist, der macht diese fucking Kugel. Warte mal, ich geh hinten auf seinen Rücken. Das habe ich doch beim Giga auch geschafft. So, ich bin dran. So, warte. Schau mir jetzt ganz kurz auf seine Turbanzeige. Ich will es nicht so viel riskieren. Geht aber nicht so. So, jetzt hau ich erst. Geht nicht so. Wie geht nicht hoch? Geht nicht so. Warte, jetzt ruhig mit denen aus. Geht da was hoch? Nein. Hey Leute, what the fuck? Was ist los? Dann ist er wohl kaputt. Der kann nicht kaputt sein. Oh, Kollege, bitte. Oh nein. Oder meinst du wirklich mit Apex-Munition? Nee, oder? Wir können es ausprobieren. Leute, ich habe jetzt gecheckt, dass ich eine falsche Waffe ausgerüstet habe. Pass auf, Gary. Sag mir, was er bekommt. Er muss was kriegen. Nothing. Hey, das kann nicht sein. No way, Kollege. Wie zähmt man einen Apex-Dodo? Also, wir können da dieses komische Ding herstellen, Gary. Glaubst du, es hat was damit zu tun und müssen wir es reindrücken oder so? Ja, aber wie willst du denn dazu kommen? Origin Bullet. Habe ich noch eine. Ja, aber schieß sie nicht drauf, nachher liegt er doch nicht. Ja, ist scheißegal. Wir müssen kurz einen Origin knallen. Los, Gary, ab nach Hause. Ich bin ganz kurz am checken, ob wir jetzt die Rüstung von der Origin-Rüstung, ob wir die jetzt kaputt machen können. Weil wir haben natürlich die Upgrade Station, das ist ein Spino, aber da sollte ich jetzt keine Angst haben. Alles ist in Ordnung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Origin-Rüstung. So, zack. Bitte. Was ist das denn? Broken Pieces of Origin Armor? Scheiße, okay, er droppt es nicht. Ach, Mist. Oh, warte mal, Gary. Ja? Ich hab noch drei Schüsse. Wie? Okay, Leute, ich hab noch drei Schüsse, aber vorsichtshalber. Nehmen wir jetzt Primal 4 Apex Boss, dieses Apex Boss Tribut mit. Ich weiß zwar nicht, ob wir das jetzt wirklich gebrauchen können, aber ich bin gespannt, ob es wirkt. Da bin ich jetzt echt gespannt. So Leute, wir sind wieder da. Jetzt heißt es abchecken, ob es wirklich funktioniert. Okay, da haben wir Zombie, da haben wir Dings. So, Dudulex. Er ist auf mich auf jeden Fall. Ja, pass auf. Er muss hier zu mir kommen. Er muss mir genau ins Auge gucken. Ins Auge schauen. So, pass auf, ich gehe jetzt in die Mitte hin. Ich hoffe, eine Origin Bullet kann wenigstens irgendwas ausrichten bei denen. Pass auf, ich werde ihn jetzt irgendwie zu mir locken. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Kleiner, komm her, bitte. Bitte. Alter, du machst alle Bäume kaputt. Ist da okay, das ist nicht die Gary. Nee. Gary, kannst du ihn zu mir schicken? Komm her, bitte. Ich muss ihn ins Auge schauen. Ich muss in seine Augen schauen. Ich muss die Liebe sehen. Och, ein Otter! Ein Otter will ihn angreifen! Und es fängt an zu laggen. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh Gott! Ah, Gary! No! Ein Hit! Ja, Gary, GG. 1680. Ja, 1680. Leute, ich muss jetzt ganz kurz weg, weil irgendwie leckt das dort. Ich weiß nicht, was dort gerade spawnt oder so oder was gebrütet wird. Auf jeden Fall, kann ich dort gerade nicht hin. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Bitte lass es funktionieren. Okay, Gary, pass auf. Die Rache wird kommen, ne? Pass auf, ich rüste jetzt die Waffe aus. Komm sofort hierher. So, Leute. Angesicht zu Angesicht. Ja, er spürt mich schon. Ich hoffe, die Giraffe spürt mich nicht. Nee, wo will er hin? Aus! Oh Gott. Komm, stirb! Okay,
So, das sollte jetzt... Megapithecus? Mesopithecus? Ich wollte gerade sagen, cool. Megapithecus, what? Nee, da ist eine große. So, pass auf, Leute. Das schaffen wir. Du willst nicht echt einen Troodon verbrennen? Er schafft ihn noch nicht mal. Triffst ihn nicht, Kollege, wa? Ja, bist ein bisschen hohl, wa? Aber die Gary hast du getroffen. So, Leute, Alter. Er muss mich aber kurz anschauen, weil sonst ist es kein Fight gewesen hier. So, Kollege, guck mich an. Okay, das hat mich schon... What? Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Was denn? Ich habe ihn mit einer Origin getroffen. Okay. Leute, die Gary hat was herausgefunden. Wenn er 20% hat, dann kann man ihn zähmen. Problem ist, wir müssen wegbringen. Bist du auf was Fliegendes? Versuch mal, ja, ich bin auf dem Zähmer. Versuch mal, Topur, ey. Ja, ich muss ins Wasser rein. Da ist meine Leiche. Scheiße. Okay, he's coming. Gary, nicht dein Ernst! MC Hammer! Er hat mich runtergeschossen von MC Hammer! Wo ist er? MC Hammer, Digga! Er hat mich runtergeschossen von MC Hammer! Oh my God! Oh my God, Leute, der darf nicht sterben! Richtiger. Oh, warte mal! Oh nein! Ich tue jetzt alles. Es ist mir scheißegal, was passiert, Gary. So, MC Hammer, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Und er kommt! Er kommt! Ich muss hoch! Ich will nicht sterben! Oh Gott, MC Hammer, hochkommen! Hochkommen, Baby! Ist er auf passiv? Ja. MC Hammer? MC Hammer? Er kommt nicht! MC Hammer ist tot. Nee, okay, er lebt noch. Okay, Gary, du musst sofort kommen. Er darf nicht sterben. So, Leute, ich habe eine ganz geringe Chance, dass er mich jetzt nicht sehen kann. Ich muss schnell zu meiner Leiche, schnell das da schicken und schnell weg hier. Ah, Hariki, ich bin nackt. Nicht Piranha, bitte nicht. Come on. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe von Piranha. Okay, ich muss jetzt schnell weg hier. So, Kleiner. Wie viel Energie? Wo ist er? Oh, er ist noch da. Gary! Ja. Okay, ich muss ihn erschießen, Gary. Leute, es geht nicht anders. Weil... das heißt, wir haben ihn jetzt. Pack das Ding weg. Er darf nicht einmal schießen. Komm. Ich kann auf Hariki nicht. Oh Gott. Und ich dachte, ich bin auf... nicht treffen, ey. So, ruhig. Yes! Er ist down! Echt? Oh mein Gott! Leute, holy shit! So, ruhig hier. Höchste Konzentration. Hast du das Boss-Tribut? Ja, hab ich mit. So, schnell hin, bevor seine Turbo oder so runtergeht, weil ich hab noch nie einen Boss gezähmt. Deswegen, und bitte. Yes! Gary, wir haben ihn. Wir haben einen Boss, Leute. Kann ich ihn so reiten? Ich kann ihn so reiten. Wie ich jetzt? Ja, kann ich. Oh mein Gott. Wir haben ein Apex Dolorex Boss gezähmt. Ja, holy shit. Das war bis jetzt der schwierigste Gegner, muss ich wirklich sagen, den wir bis jetzt gezähmt haben, oder? Ja, erstmal auf die Idee zu kommen, ne? Oh, also dafür, Leute. Ihr seht, man kann... Ist das jetzt ein Boss? Ja, ne? Ja, ist ein Boss. Okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man den. Dafür sind also diese Apex Boss-Dinger da. Ihr habt ja gesehen... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, wer ist das? Schau ihn dir an, Gary. Schau ihn dir an. Ich sehe gar nichts. Ich brauche meine Rüstung erstmal. Oh. Mein Körper ist fast... Was ist okay, erst in 49 Minuten. Okay, ich wollte gerade sagen. Leute, aber schaut ihn euch an. Das ist eine Bombe. Das so, nochmal kurz mal. Ich will, Alter, ich sehe jetzt gerade schwarz-weiß alles, ne? Und ihr müsst mir sagen, ist das jetzt genauso ein gleicher wie unser Apex-Giga? Nee, nein, oder? Das ist von der Primal 4 Boss Expansion. Weil die Gary hat extra nochmal geguckt, ihr müsst so einen Boss, Leute, auf 20% runterkriegen. Gut ist, mussten wir nicht machen, hat er selbst gemacht. Er ist ein bisschen hohl. Aber ihr habt gesehen, wie viel Energie er hatte. Und man muss wirklich sagen, schaut euch seine Energie an. Also den wird nichts machen. Den schauen wir uns in der nächsten Folge an, weil das... wird ein Special. Jetzt bin ich auf Apex Bossjagd. Hast du gesehen, wie viel Leben der hat? Ja, 68 Millionen oder was das war. Na Leute, auf jeden Fall, was ist erstmal wieder von einer richtig episch geilen Folge von ARK. Wenn es euch natürlich gefallen hat und der Dodo Rex, lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.